So, schönen guten Tag hier zurück zu Anno 1503, beziehungsweise, naja, zurück schon, aber es geht ein bisschen anders weiter als zuvor. Ich war nicht so wirklich zufrieden mit dem Let's Play bisher, in der Form, dass die Kampagne nicht so unbedingt das ist, was ich mir erwünscht hatte. in dem Sinne, dass es gar nicht mal so einfach ist. Die Kampagne ist zumindest relativ schwer, in dem Sinne, zumindest so, wie ich das bisher gebaut habe, so wie ich das bisher gemacht habe. Klar haben wir damit ein paar Erfolge gemacht, wir haben uns verteidigen können. Wir hätten wir hätten die Insel kaputt machen können. Allerdings, ich bin nicht der große Kriegsführer bei Anno-Spielen, deswegen würde mich das weniger reizen, jetzt irgendwie irgendeine Streitmacht aufzubauen. Deswegen, ich hatte auf Twitter kurz gefragt oder um Meinung gebeten, ob ich statt der Kampagne einfach mal ein Endlosspiel anfangen sollte. Und ihr habt sehr einstimmig zugestimmt mit hier kommen, ach mach mal, weil das bei Anno sowieso die Sachen wären, die man eigentlich gerne macht. Endlosspiel einfach mal anmachen, bis man irgendwie alles erreicht hat und dann ist gut. Und je nachdem, wie weit man dann halt noch machen will. Deswegen mache ich mein Endlosspiel hier mit neues Spiel. Endlosspiel. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher jetzt genau wofür ist. Ich weiß nicht, ob es da angezeigt wird. Auftrag? Aha. Eine üppige Inselwelt mit vielen Inseln von normaler Größe erwartet euch in diesem Spiel. Die Erzvorkommen sind reichhaltig und das Land verspricht hervorragende Erträge. Euer Geldsack ist prall gefüllt und die Piraten sind euch nicht eben unfreundlich gesonnen. Der Erfolg sollte euch leicht fallen. Nee, das ist hier leicht. Die Sternanzahl zeigt ungefähr an, was da los ist. Also ich sag mal so, Graf mindestens, vielleicht sogar Herzog, aber ich glaube Graf ist in Ordnung. Viele Inseln, große Inseln, ausreichend viele Erzvorkommen, hohe Fruchtbarkeit, normal aggressiver Pirat, ausreichend viel Geld. Würde ich mal fast als beste Idee ansehen hier. Herzog wäre viele Inseln, normal große Inseln, ausreichend viel Erzvorkommen, hohe Fruchtbarkeit, normal aggressiver Pirat, ausreichend viel Geld. Kommt irgendwie aufs Gleiche raus, ne? Eine Inselwelt mit vielen Eilanden von durchschnittlicher Größe tut sich hier vor euch auf. Ausreichend viele Erzvorkommen könnt ihr entdecken und das Land wird euch gute Erträge liefern. Eine ausreichende Menge an Goldstücken ermöglicht euch einen guten Start, aber der Erfolg ist nicht so leicht der eure. Auch die Piraten sind auf den Meeren unterwegs. Ist halt die Frage, ne? Mache ich Graf oder Herzog oder Fürst oder König? Oder was ist da eigentlich los hier? Was ist hier? Wenige Inseln? Nee, will ich nicht. Durchschnittlich viele Inseln, große Inseln, mäßig viele Erzvorkommen. Wechselhafte Fruchtbarkeit. Also im Prinzip kann man hier relativ viel einstellen. Ich werde, glaube ich, mal mit dem Graf hier mal ganz gut fahren. Welcher Flagge wollt ihr segeln? Ja, Farbe. Pff, ich mag an sich das Blau ganz gerne. Ich mag das Grün aber auch ganz gerne. Von daher nehmen wir mal Grün. Und da schaltet sich die Auflösung um. Und ich hoffe mal, das funktioniert noch hier. Das wäre sehr nett. So, und dann bin ich wieder drin. Fantastisch. Da sind wir jetzt hier. Fantastisch. Also falls ihr die weitere Kampagne gerne sehen wolltet, dann tut mir das ein bisschen leid. Flotte ist auf Zielkurs. Allerdings, ja, es ist, ich habe lang überlegt und ich habe überlegt. So lang war das nicht. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich das mache, wie das sinnvoll wäre. Von daher, es hat sich gerade mal so ergeben, dass ich das jetzt hier als Endlosspiel startet. Ich habe es ja schon angedeutet gehabt, dass es wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre, das von Anfang an zu machen. Bei 14.04 war die Kampagne doch sehr, sehr gut, muss ich ja sagen. Oder hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat für ordentlich schöne Aufgaben gesorgt. Allerdings bei den älteren Teilen, man merkt halt so ein bisschen, beim ersten Teil gab es nur eine grobe Kampagne im Sinne von, ja, hier gab es ein bisschen Text, was man zu machen hat. Im Prinzip hier ja auch. Ne? Von daher, das ist nicht so wirklich Geschichte, wenn man das so will. Es wird zwar ein bisschen geschrieben, was gemacht werden soll, aber es ist nicht unbedingt wertvoll, sagen wir es mal so. So, ich versuche mal die große Insel hier anzureißen. Ich weiß nicht, ob es hier alles gibt, was ich haben will, aber zumindest, ich könnte auch hier hinfahren. Das wäre natürlich die ideale Gegend, oder die nächst ideale Gegend. Hier wäre auch sehr schick, muss man da sagen. Ich will aber mal hier direkt in der Wüste landen. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Ich muss erstmal ganz hinsegeln. Oder was haben wir hier noch? Ja, könnte man als Außenanleger hier mal irgendwie benutzen. Ja, auf jeden Fall gibt es erstmal so ein bisschen Endlosspiel hier. Ich denke mal, das wird erstmal so weit gehen, dass man alles oder dass man die höchste Zivilisationsstufe erreicht. Das wäre so mein persönliches Ziel gerade mal.
Was haben wir denn hier? Zuckerrohr halb, Baumwolle ganz, Seide ganz und Indigo ganz. Es ist nicht so wirklich geil, aber ich mache das mal trotzdem hier hin. So. Gerade Zuckerrohr, irgendwie müssen wir ja irgendwie an Alkohol kommen. Das ist da eher begrenzt jetzt der Fall, muss ich sagen. Aber das wird schon gehen. Na, also ich denke mal, wir werden dann einfach schauen, wie weit ich hier spielen werde. Das ist noch nicht so ganz klar. Wir haben ja noch einen Anno-Teil, den ich mir noch nicht angeschaut habe. Der 1701er Teil. Den ich damals auch gar nicht so wenig gespielt habe, muss ich ja sagen. Das war auch schon ganz nett. Von daher, da bin ich mal gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie da die Kampagne aussieht. Ob es da überhaupt eine schöne Kampagne gibt. Weil an sich ist es ja ganz nett mit der Kampagne. Dann hat man zumindest nochmal... Oder dann wird man mehr oder weniger gezwungen, sich mit so ziemlich allen Aspekten vom Spiel auseinander zu ersetzen. Sagen wir es mal so. Weil dann halt die Aufgaben entsprechend alle um diese Funktionen des Spiels herum geankert sind. Deswegen mal gucken, wie das da dann sein wird. Das ist ja der erste Teil, der in richtig echtem 3D gemacht worden ist. Der sah aber dafür schon ziemlich schick aus, muss ich sagen. Das war der dritte Teil, der insgesamt rauskam. Und, ich brauche Holz. Ich habe gerade vorgespult und habe gehofft, dass hier bald Holz kommt. Aber wie soll da Holz kommen, wenn ich kein Holzfäller habe, mal so gesehen. So ein Quatsch. So, ich hoffe, das geht. Zweiten Holzfäller noch daran. Ja, hier kommen. Wo hat der seinen Weg? Aha. Machen wir es so. Ne, warte mal, machen wir es so. Fantastisch. Ich hoffe, der hat da genug liegen. Ja. Genau. Ich mache nochmal direkt einen dritten hier hin. Aus Prinzip. Da müsste der Weg noch immer an der Seite sein. Ich habe ihn ja nicht gedreht. Ne. Wunderbar. So. Genau, wir brauchen ein bisschen Holz. Natürlich ist es jetzt, dass wir hier nochmal einen neuen Start haben. Das ist der dritte Start jetzt hier für diese Videoserie, wie man es auf Deutsch sagt. Allerdings sollte das wahrscheinlich kein Problem sein, denke ich mal. Oder zumindest ich glaube, das ist eine sinnvolle Entscheidung, wenn man jetzt wirklich hier noch sagt, hier komm, machen wir einmal noch ordentlich hier alles. Und dann ist der Laden auch gut. Dann haben wir das ja auch mal erreicht. Und wie gesagt, einmal bis zur höchsten Stufe, bis man quasi alles erreicht hat. Oder zumindest alle Leute irgendwie einigermaßen glücklich gemacht hat. Das heißt, ich werde jetzt keine ewig großen Einwohnermengen irgendwie hier hab 5 Milliarden Einwohner. Das wird wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren. Weil 5 Milliarden auch ein bisschen viel ist für so ein paar Inselchen. Und auch, weil das dann letztendlich, wir haben es ja bei 2205 gesehen. Am Ende ist es wirklich so, dass man die gleichen Schritte immer und immer wiederholt. Damit man einfach eine größere Wirtschaft bekommt und damit dann auch der letztendliche Siedlungsanteil größer wird. Das ist begrenzt sinnvoll, sag ich mal. Von daher, warte mal, kann ich das hier irgendwie machen? Ja. Von daher ist das sehr begrenzt sinnvoll, deswegen wird es auch nicht hier bis zur allergrößten überhaupt möglichen Gegend alles aufsteigen, sag ich mal. Wirtshaus wäre sehr sinnvoll, ja. Das Problem ist, ich habe. Ja, ich mache ich jetzt die Kapelle. Mache ich das. Wenn ich dann Holz habe. Problem ist im Moment, dass ich kein. Erstmal brauche ich überhaupt Geld. Ich meine, Essen heißt das Ding, nicht Geld. Na, Kinder, was gibt's denn heute zu essen? Geld. Genau so läuft es dann. Nee, das nennt sich Essen. Fisch und sowas. Fisch, Happa Happa, überhaupt irgendwie was Sinnvolles. Ich brauche da ein bisschen Holz für. Dieses, die Leute verhungern hier. Das ist ja mal sehr uncool. Aber die können mal bitte gerne Holz abholen, oder? 13%. Sind die da jetzt nicht so interessant an, so interessiert an dem Tropenholz, oder war das da los? Das fände ich sehr, 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 sehr seltsam, ehrlich gesagt. Wenn das jetzt nicht funktionieren würde, weil man kann auf diesen Inseln siedeln und da passiert auch Zeug und da würde sogar Holz abgefällt. Ja. Hä? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das verstehe ich nun wirklich nicht hier. Warum da jetzt alle drei Holzfäller gesagt haben, ach ja, nö. Oder ob die Bäume alle nicht groß genug waren. Das kann natürlich auch sein.
Aber trotzdem war das gerade mal komisch. So, Kartoffeln gehen immer, die brauchen keine Fruchtbarkeit. Das ist sehr nett. Deswegen, da hau ich mal so ein bisschen was hin hier. Vielleicht, ja, reicht es noch vom Abholen, ja. Logischerweise schon, weil das immer noch im Einflussbereich hier war, von dem Haus. Sonst hätte ich das gar nicht bauen können, wenn es nicht im Einflussbereich vom Marktplatz gewesen wäre. So, hier. Zack. Ich würde das gerne anwählen. Hallo? Da sind zu viele Bäume im Weg. So. Zack. Da könnte man einfach, ja, hier. Ich hoffe mal, dass der Eingang mittig sein wird hier. Das wäre sehr sinnvoll und schön. Machen wir es mal so. Da kommt die Kapelle hin, auf der anderen Seite kommt dann gleich die Schenke hin. Da können wir dann immer ein paar Schenkelklopfer abfeuern. Das wird sehr schön. Und ja, das Holz, das klappt jetzt mittlerweile wieder, das geht. Wahrscheinlich sind die Bäume da alle erstmal nachgewachsen, die dann notwendig waren. Damit man da so ein bisschen was reißen kann. Aha. Wie sieht's denn aus hier mit dem Glück? Leder haben sie keins, nö. Stoff haben sie keins, nö. Salz haben sie keins, nö. Warum auch? Nachher haben wir noch Erfolge hier, das geht ja nicht. Hier kommt ein bisschen Leder. Na, nö, ich brauche ein bisschen Holz hier zu bauen. 6 Stück haben wir da, fantastisch. Aha. So. Dass das hier in Waldnähe ist, ist mal ganz angenehm, glaube ich. Für Jäger ist Wald immer ganz angenehm. Zumindest meiner Beobachtung nach. Ich weiß nicht, ob es da in den Hilfetexten von Anno irgendwas zu gibt. Ehrlich gesagt. Aber zumindest habe ich den Eindruck, dass es durchaus eine sinnvolle Angelegenheit ist. Weil sich da meist eher Tiere tümmeln, weil die sich da geschützter fühlen, als wenn die auf freier Wildbahn stehen. Das heißt, wenn ich hier jetzt den Wald abreißen würde, würde man spontan hier mehr Tiere sehen als da oben zum Beispiel. Vor allem, weil in diesem Bereich hier gerade mal sehr wenig Tiere sind. Alkohol haben sie keinen. Achso, doch, die Stände habe ich. Ich wollte gerade sagen. Entschuldigung, falls ich mir so rumquietschen sollte. Die Stände haben sie ja schon. Ich war gerade kurz erschrocken, sagen wir es mal so. Ah ne, kein Kontor. Fischerhütte. Brauchen wir sind Holz. Mhm. Da ist es, das Zeug. Und einmal den Weg hier ran, dass es abgeholt werden kann. So wirklich was zu tun haben wir gerade mal nicht hier mit dem Schiff. Ich brauche im Moment immer im Prinzip nur das Werkzeug. 45 haben wir, das heißt, es wäre schön, wenn wir vor Verbrauch dieser 45 tatsächlich hier ein paar sinnvolle Sachen machen könnten, im Sinne von aufsteigen und genug Siedler haben, um selbst Produktion zu machen. Ich weiß nicht, ob wir da zurechtkommen, ohne jemals was einzukaufen. Ich befürchte mal nicht. Aber es wäre zumindest ein Ansatz. Normalerweise ist in der Mitte dann ungefähr irgendwo noch ein Händler. Und ich weiß nicht, ob es ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das hier in diesen alten Teilen auch der Fall ist. Zumindest gibt es einen Fahnenhändler. Das ist klar. Ah, sieht im Moment nicht so aus hier, ne? Mal so gesehen. Nö. Nö. Ich weiß auch nicht mal, ob es hier Gegner gibt. Mal so gesehen. Es gibt einen Piraten. Das wurde uns angedroht. Ja, aber so richtig, andere Sachen, andere Mitspieler gibt es hier nicht, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er kann ja auch schlecht Krieg führen, wobei gegen die Piraten würde es gehen, aber... Trotzdem irritiert mich das ein bisschen, oder ist es ein bisschen, hätte ich vielleicht doch einen anderen Speicherstand oder einen anderen Start auswählen können. Vielleicht hätte es mehr geholfen, dass man da auch nochmal irgendwie einen Gegner hat. Oder einen anderen Mitspieler. Das ändert sich bei 17.01 auf jeden Fall, da ist das ein bisschen, 17.01 habe ich den Eindruck, da haben sie dann nochmal ein bisschen das Konzept überarbeitet. Nachdem das halt, 15.03 war dann der zweite Teil. Da haben die quasi erstmal an den Erfolg vom ersten Teil angeknüpft. Und im dritten Teil haben sie dann halt versucht, so ein bisschen ein paar Sachen anders zu machen. Das Handelssystem, beziehungsweise das System, wie man Waren verschifft und sowas hier, ist ein bisschen anders dann, meine ich. Ich glaube, da ist der erste Teil, wo man diese andere Übersicht hat. Das ist sehr schön, das ist ein bisschen sinnvoller gehalten dann.
Warte mal, habe ich einen Scout? Ich habe einen Scout. Ah, ist aber schön. Hier, komm, gib her. Da hätte ich mal gerne eine Ahnung, was denn hier so drin ist in den Bergen. Damit die ein bisschen Salz bekommen hier. Ist zwar nicht wichtig in dem Sinne zum Aufsteigen, aber es ist trotzdem schön. Haben sie Tierhäute hier mittlerweile? Ja, so 8 Stück. Das ist in Ordnung. Die dürfen gerne mal umgewandelt werden zu Krempel und Zeug. Und Schafe können wir auch gerne mal bald schauen. Im Moment, wie sieht es aus mit dem Einflussbereich, den wir haben? Ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. Ich kann ja mal gucken, dass ich die Menschenmengen hier unten hin quetsche und die Produktionswege hier unten hin platziere. Vielleicht wäre das ganz sinnvoll. Es ist zumindest eine Idee, so ganz spontan, so aus der Hüfte heraus, abgefeuert den ganzen Krams. Und das wäre sehr schön zumindest. Das heißt, hier würde ich auch spontan mal sagen, hier komm, weg mit dem ganzen Kram. So, und Schafe. Hier, komm, guck mal. Okay. Wenn hier nur Grünzeug ist, dann wollen die das nicht so gerne haben. Das heißt, ich hau die mal dahin, wo dann auch ein bisschen Grünkrams ist. Hätte ich zumindest mal ein bisschen Holz. Ich hätte mal noch einen dritten Holzfäller bauen sollen. Nee, wobei ich habe 3 Stück. Hätte ich einen vierten bauen können. So, und eine Webstube daneben. So, das Klassische. Ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis. Sobald man, glaube ich, einmal so einen klassischen oder so einen älteren Anno-Teil gespielt hat, weiß man, wie die ganzen Produktionswege sind. Das ändert sich, wie gesagt, ab 2070 dann doch einigermaßen stark. Da wird dann plötzlich was anders gemacht. Weil es einfach mal in der Zukunft spielt. Das Tier ist ja alles, die ersten 4 Teile sind alle doch recht weit in der Vergangenheit angelegt. 1602, 1503, 1701, 1404. Von daher, das ist alles relativ... In der Zeit hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel verändert. Das heißt, man braucht einen Holzfäller für Baumaterial. Man braucht irgendwie Schmiede, damit man seine Hämmer herstellen kann und sowas. In dem Punkt hat sich wirklich nicht viel getan. Die paar hundert Jahre lang da. Und kaum ist man im Jahr 2070, braucht man irgendwelche Baustoffzellen und so den ganzen Kram. Irgendwelche modernen Sachen, die aus Sand geformt werden und solchen ganzen komischen Krams. Und es wird in der Zukunft bei 2205 auch nicht unbedingt besser. Von daher, das macht es ein bisschen spannender, beziehungsweise bringt den Spieler dazu, dass er sich mit neuen Produktionsketten auseinanderzusetzen hat. Nicht diese altbewährten Schinken hier nochmal auszugraben. So. Im Prinzip sind dann halt die früheren Anno-Teile letztendlich inhaltlich nicht sehr verschieden gewesen. Logischerweise. Klar gibt es hier und da ein paar neue Features, ein paar andere Sachen, die anders gespielt werden, aber insgesamt gesehen jetzt nichts wirklich Überraschendes oder nichts wirklich komplett anderes. Klar, das Armeesystem ist ein bisschen verändert worden über die Zeit. Dass man am Anfang hier seine einzelnen Einheiten durch die Gegend schickt, dass man im 1404er dann komplette Gruppen quasi stationiert und bis zum heutigen Teil, bis 2205, dann quasi überhaupt keine Einheiten mehr hat. Das ist dann noch so ein bisschen durchgewechselt. Achso, warte mal, hey, habe ich vielleicht Salz? Vielleicht. Da habe ich rausgeklickt. ich hoffe mal, ich finde die Stelle dann beim Videoschneiden. Ach nö, da gibt es einen Grafikfehler. Mann, oh. Tja, dann mache ich hier mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist ein bisschen doof, wenn man hier rausgibt, dann gibt es halt Grafikfehler. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.